Das ist zum Beispiel, wenn du auf Facebook die Marke Lonsdale likest, ja. Dann fragen dich die Leute auch, sag mal, warum likest du Lonsdale irgendwie? Das ist doch eine rechte Marke und so haben wir dich nie gesehen. Man hat sich einen Teil der Skinhead-Bewegung von rechts einfangen lassen. Und die haben alle ihre Marken damals weitergetragen. Man sagt manchmal unbewusst oder bewusst ziemlich viel über sich durch die eigenen Klamotten. Das kann manchmal total direkt sein, zum Beispiel bei einem Band-Shirt, weil man dann ja weiß, man mag die Band. Oder manchmal sind die Botschaften auch eher indirekt, gerade bei politischen Botschaften. Modekonsum, das ist auch das Thema, dem wir uns diese Woche widmen, zusammen mit den anderen Funk-Channeln. Und ich möchte für diesen Film herausfinden, was sagt meine Kleidung eigentlich über mich aus? Gerade wenn die Botschaft nicht so direkt ist. Meine Recherche zu diesem Film startet hier in Dortmund. Ich habe hier selber mal gewohnt und erinnere mich noch ziemlich genau an die wirklich große rechte Szene, die es hier gibt. In Dortmund, da können Kleidung ganz schnell eine politische Message senden. Und das hat auch Sophia erlebt. Die lebt hier und die weiß, wie schwierig das manchmal ist, damit umzugehen, wenn so eine Message nicht total eindeutig ist. Hi, na, schön, dich zu treffen. Ich bin Tim. Hi, freut Sophia. Mich. Hi. Hi. Sag mal, sollen wir es so machen, dass wir einfach hier über die Straße gehen, ein bisschen durch den Park marschieren? Ja. Cool. Ich meine, das ist jetzt im Prinzip ein einfacher schwarzer Hoodie. Es ist jetzt nicht so wahnsinnig besonders. Was gefällt dir an den Klamotten so sehr? Ich finde es vom Style her halt einfach schön, weil ich bin selber auch relativ sportlich. Deswegen mag ich halt diesen sportlichen Hoodie-Style. Ja. Ja, das gilt für viele Leute so als eine klassische Marke, die in der rechten Szene ziemlich beliebt ist. Würdest du denn sagen, das ist noch so? Nein, würde ich nicht sagen. Mhm. Es gibt verschiedene Aktionen, die die Marke wieder rehabilitieren wollen. Sollen wir uns erstmal setzen? Dann müssen wir nicht die ganze Zeit rumspazieren. Ich trage die Sachen nicht gerne. Okay. Sagen wir es mal so. Also vom Style her finde ich es total cool. Das Problem ist halt, dass der Großteil der Menschen das halt einfach nicht versteht. Mhm. Also, die glauben, du bist Neonazi. Du kannst den Leuten halt immer nur vor den Kopf gucken. Ja. Ne? Also du siehst halt einfach nur die schrägen Blicke. Und eigentlich sollte man ja so selbstbewusst sein und sagen, nee, ich bin's nicht und es ist mir egal. Aber man macht sich natürlich trotzdem so seine Gedanken. Ne? Das heißt, das eigentliche Problem ist also nicht, dass Rechte glauben könnten, du wärst auch in der rechten Szene, weil die wissen, keiner von denen trägt mehr Lonsdale. Das Problem ist, dass andere Leute, die keinen Einblick haben, ich zum Beispiel denken könnte, komisch, die trägt da eigentlich eine Klamotte, die kenne ich eher von Leuten, die aus der rechten Szene sind. So, das ist der Eindruck, den du verhindern willst. Definitiv, klar. Okay. Das ist zum Beispiel, wenn du auf Facebook die Marke Lonsdale likest. Ja. Dann fragen dich die Leute auch, sag mal, warum likest du Lonsdale irgendwie? Das ist doch eine rechte Marke und so haben wir dich nie gesehen. Das hast du erlebt? Ja, habe ich schon erlebt, auf jeden Fall. Ja. Weil ich, wie gesagt, ich bin auch nur durch Zufall auf diese aktive Arbeit gestoßen und ich glaube, ganz viele andere Leute, die bekommen es halt auch nicht mit. Sophia, sollen wir noch mal ein paar Schritte gehen, irgendwo uns unterstellen? Das fängt jetzt gerade an zu regnen, das ist nicht so gemütlich. Können wir gerne machen. Glaubst du denn, dass man unpolitisch sein kann? Also glaubst du, dass auch ich vielleicht total unpolitisch wirken kann auf andere Leute mit meinen Klamotten oder sendet man immer irgendeine Botschaft? Nein, das denke ich nicht. Also es gibt ja diesen Mainstream-Style, dann hast du damit überhaupt gar keine politische Aussage. Es haben sich ja viele verschiedene Subkulturen auch entwickelt und die Leute machen das ja auch nicht umsonst. Klamotten haben da ganz viel Macht, glaube ich. Das glaube ich tatsächlich auch und deswegen werde ich mich für meine Recherche für diesen Film auch noch mit einem Markenforscher treffen. Und den möchte ich eigentlich ganz gerne fragen, wie der einschätzt, wie unsere beiden politische Haltung ist. Ja. Sollen wir dafür vielleicht ein Foto machen, das zeige ich dem und dann soll er mal schätzen, was wir so denken. Können wir sehr gerne machen. Cool. Ja. Ich nehme einfach mal mein Handy, weil dann kann ich es ihm am besten zeigen. Klar. Vielleicht kann ich ja unseren Tonassistenten bitten und ein Foto von uns machen, das wäre ganz cool. Lächeln. Wobei, vielleicht wirken wir dann zu nett. Ach so. Guck mal, ja gut. So, ich meine, jetzt soll er mal raten, was wir so denken. Ich werde dir dann auf jeden Fall mal schreiben, was er dazu gesagt hat. Gerne. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, hat mich gefreut, dich danke zu treffen. Dankeschön. So wie Sophia mir das erklärt hat, ist es ja so, dass Marken wie Lonsdale heute eher von der linken Zielgruppe getragen werden. Anders als das vielleicht früher der Fall war. Und ich will über diesen Imagewandel auf jeden Fall noch mit den Leuten von Lonsdale persönlich sprechen. Erstmal treffe ich aber jetzt hier in Hamburg Bernhard Heinzelmeier. Der ist Trendforscher und mit dem will ich den Test machen, wie viel ich eigentlich anhand meiner Kleidung über meine politische Gesinnung verrate. Hallo, Tim Giesbers. Hi, freut mich, Sie kennenzulernen. Herr Heinzelmeier, ich habe Ihnen ein Foto mitgebracht von meiner ersten Gesprächspartnerin für diesen Film, Sophia. Und wir haben überlegt, die Frage für den Film ist ja, was gebe ich mit meiner Kleidung preis über meine politische Einstellung? Können Sie als Experte daraus was rauslesen, was wir so denken?
Also vorausschicken muss ich, dass es heute immer schwerer wird, diese Zeichen richtig zu interpretieren, weil die oft sich von der Bedeutung losreißen oder beliebig verwendet werden. Also Leute ziehen heute Klamotten an, weil sie sie schön finden und nicht, weil sie damit irgendeine politische Überzeugung zum Ausdruck bringen wollen. In dem Fall würde ich sagen, dass das schon eine Frau ist, die ich eher links verorten würde, wirkt sehr kämpferisch mit diesen Camouflage-Klamotten, schwarze Hose. Also wenn ich Sie auch richtig verstehe, ist es so, dass Sie haben zwar, Sie können sich das zusammenreimen, dass Sie sagen, na, die Schuhe, diese Armeejacke und so weiter und so fort und auch wie jemand wirkt, da kann ich zwar was rauslesen, aber es ist auf gar keinen Fall eindeutig und es könnte theoretisch auch anders sein, einfach weil sich das aufgelöst hat, diese Bedeutung von den Kleidung. Das könnte jetzt auch eine Frau sein, die mit der identitären Bewegung durch Dortmund marschiert. Ja. Also das würde mich jetzt nicht umwerfen. Sophia wohnt in Dortmund und hat mir erzählt, dass sie manchmal Probleme damit hat, je nachdem, wie sie sich anzieht, gerade weil es bestimmte Pullis, zum Beispiel von Lonsdale, wo Marken eben sehr politisch aufgeladen sind, Probleme machen in Dortmund, weil die Menschen das nicht verstehen. Was für ein Problem steckt dahinter solchen Marken, die so ein politisches Image bekommen? Na gut, jede Marke hat eine Geschichte, eine Biografie, wie ein Mensch auch. Und Marken werden angeeignet. Das heißt, da können Marken gar nicht drüber bestimmen, wie sie sind, sondern das hängt damit zusammen, wie jetzt die Öffentlichkeit und die Konsumenten auf sie reagieren und wer sich diese Marken aneignet. Und bei Lonsdale ist es halt so, dass das halt lange Jahre ein Zeichen für die rechte Szene war. Und dieses Image kriegt diese Marke halt nicht so einfach von einem Tag zum anderen los. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Dankeschön. Gerne. Was für eine politische Meinung jemand hat, das kann man heute anhand der Klamotten total schwer festmachen. Dafür ist das viel zu durchmischt. Das ist mir jetzt auf jeden Fall klar geworden. Es gibt aber natürlich Marken wie Lonsdale und auch andere, die haben ein total politisch aufgeladenes Image. Und wie man das wieder los wird oder zumindest verändert, darüber möchte ich mit dem Pressesprecher von Lonsdale sprechen. Mit dem bin ich auch hier in Hamburg verabredet. Mein Eindruck ist, dass ein politisches Image für viele Marken Thema ist, dem man sich nicht gern stellt. Ich habe nämlich auch andere Marken außer Lonsdale angeschrieben und die haben mir nicht geantwortet. Wir sind jetzt mitten in Hamburg im Kiez, linke Kneipe, und da bin ich verabredet mit Ralf Elfering. Der ist Pressesprecher von Lonsdale, mit dem schnacke ich jetzt mal darüber, was es eigentlich für eine Problematik um seine Marke gibt. Hallo. Hi. Tim, freut mich, dich kennenzulernen. Hi. Ich habe mich für den Film mit Sophia unterhalten. Die ist ein großer Fan von eurer Marke. Sagt aber, dass sie die in Dortmund total schwierig tragen kann, weil sie missverstanden wird. Weil Leute glauben, sie wäre Neonazi. Ihr wart mal sehr beliebt in der rechten Szene. Wie ist das zu erklären? Warum ist das passiert? Der hauptsächliche Grund wird gewesen sein, dass Lonsdale mit anderen Marken zusammen eine der ganz frühen Marken war, die in der frühen Skinhead-Subkultur beliebt war. Man hat sich einen Teil der Skinhead-Bewegung von rechts einfangen lassen. Und die haben alle ihre Marken damals weitergetragen. Was tut ihr denn, um dieses Image zu ändern? Also alle Händler, die wir als rechtsextrem erkannt hatten, die werden nicht mehr beliefert. Wenn eine Marke so verbunden wird mit menschenverachtenden Positionen, dann mag das vielleicht für eine Marke eine Zeit lang irgendwie auch ein gutes Geschäft sein, aber es ist natürlich langfristig das Ende einer Marke und auch natürlich das Ende von jedem Anstand. Unterstützen seit Anfang der 2000er Jahre, Ende der 90er Jahre, unterstützen wir halt aktiv antirassistische Initiativen. Die Sophia hat mir erzählt, dass es relativ schwierig ist, für sie eure Marke zu bekommen, weil die in so normalen Geschäften Lonsdale nicht angeboten wird. Hättest du Bock, dass wir mal schauen, ob das geklappt hat mit eurem Imagewandel und wir das hier leichter kriegen? Ja, klar. Ja, sollen wir mal zusammen losziehen? Cool. So, da siehst du auch schon 50 Meter rechts. Ach, da ist das schon, okay. Ja, guck, da steht hier also auch schon dran. Die Tatsache, dass eure Klamotten jetzt in so einem Laden hängen, der sich relativ klar politisch links positioniert, ist das für dich ein Erfolgsmoment, weil du sagst, guck mal, wir haben das mit Lonsdale geschafft, diesen Imagewandel hinzubekommen, die verkaufen uns jetzt? Naja, was heißt Erfolgsmoment? Das ist klarstellt einen zufrieden. Es gab ja auch schon vor dem Missbrauch der Marke durch Nazis Leute, die Lonsdale getragen haben. Die haben sowieso nicht verstanden, was da passiert ist mit der Marke. Wie erklärst du dir eigentlich das? Das finde ich nämlich schon spannend. Die Feststellung, dass, sag ich mal, die Ästhetik, Bomberjacke, Poloshirt, dass das sowohl rechts als auch links Beliebtheit erfährt.
Ja, das hat ein bisschen was mit dem sportlichen Zusammenhang zu tun. Also sportliche Klamotten überhaupt stehen halt für eine gewisse Aktivität, für eine gewisse Vitalität. Ja, das finde ich schon, das finde ich schon eine spannende Beobachtung, dass man irgendwie sieht, dass wenn man sich sonst in politisch nichts einig ist, die Ästhetik ist jetzt nicht so unähnlich, sagen wir es mal so. Ja, da haben aber auch rechte Kreise abgekupfert. Okay, man hat kopiert bei den Linken, meinst du? Ja. Würde ich so sehen. Ja. Warum? Warum haben die das getan? Also, wenn ich, also, ich meine, ich bin, ich habe da keine Erklärung für. Ja, cool, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, um das alles zu erklären. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, hat mir Spaß Danke gemacht. Dir, ne? Bis Ciao. Dann. Tschüss. Meine Frage für diesen Film war, was sagt eigentlich meine Kleidung über meine politische Gesinnung aus? Und ich muss sagen, das kann man in den meisten Fällen gar nicht unbedingt beantworten, vor allem wenn man kein Modeexperte ist und sich mit den Marken nicht so gut auskennt. Es gibt aber ein paar Marken, die wurden so krass von der rechten Szene vereinnahmt, dass das für die heute ein echtes Problem ist. Lonsdale zum Beispiel muss einen riesigen Aufwand betreiben, um dieses Image wieder loszuwerden. Und für viele Kunden ist das auch blöd, weil sie sich, wenn sie diese Klamotten tragen, immer wieder dieser Debatte stellen müssen eigentlich, bin ich rechts, bin ich links, wofür stehe ich politisch eigentlich? Ich kann total verstehen, wenn man darauf bei seiner Klamottenwahl eigentlich keinen Bock hat und sich dieser Debatte nicht stellen möchte. Vor allem denke ich mir, wenn man seine Kleidung auswählt, will man ja auch nicht versehentlich politische Botschaften senden, für die man selber eigentlich überhaupt nicht steht. Wenn euch das Video hier gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr das euren Freunden per WhatsApp schickt. Und wenn ihr Bock habt, noch mehr von meinen Videos zu sehen, dann klickt doch mal hier. Da habe ich mich auch mit Mode beschäftigt, und zwar mit dem Hypebeast-Trend, der gerade total aktuell ist.